Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Wir machen weiter mit Nebenmissionen. Ja. Wir machen das jetzt immer abwechselnd so ein bisschen. Ich möchte gerne... Ich glaube tatsächlich... Oswald... Ich werde ihr jetzt erstmal den Erfahrungsaugmentor geben. Sie wird sehr viel Verteidigung verlieren. Das ist schlecht. Aber, ja, naja. Geht halt nicht anders gerade. Haben wir hier noch irgendwas Geiles? Wir haben noch eine Mission, und zwar, wir haben diesen einen Typen dabei, den alten Wächter oder wie der heißt. Und den müssen wir nach Lost Seed bringen. Jetzt lass mich ganz mal kurz überlegen, wo war Lost Seed nochmal? Ah ja, hier. Ach, wir können hier hinreisen. Ah, das ist ja perfekt. Du bist das, ne? Du bist es nicht. Okay. Wir müssen den alten Guard auf jeden Fall hier hinbringen. Nur irgendwie funktioniert das nicht. Lass mich mal ganz kurz auf die Quest-Dingsbums gucken. Wo haben wir den? Elder Guard. Ist das? Oder ist das was anderes? Wo ist denn das? Wildland. Da. Wildland. Und zwar... Ach ne, das ist nicht Wildland. Leafland. Da. Ah, oh. Okay. Seilbahn. Wir müssen zur Seilbahn. So war's. It's my turn now. Ich hoffe, das ist richtig. Ne, das ist nicht richtig. Ich muss hier hin. Ich kann es nicht von der Seite aus machen. Ich muss es von der Seite aus machen. So. Ich freue mich übrigens auf Schätz-Quest. Die wird richtig heftig.
So, verlassener Landweg. Von der richtigen Seite diesmal. Oh. Life is too precious to risk. It's my turn now. Jetzt haben wir die Story. You. Als würde ich in einen Spiegel blicken. Were you born? Bist du hier geboren? I. Das bin ich. Same genau as wie du auch. We were each jeder von uns hat eine Rolle zugewiesen bekommen. Noch mein Dienst hält es fort und ich bin damit von meinen Pflichten entbunden. Vor einer kurzen Weile kam hier ein junges Mädel des Weges, wobei sie kam nach Hause, es vielleicht besser treffen würde. Und das ganz alleine. Wirklich beachtlich, wenn du mich fragst. Du hast also keinen Dienst mehr und betreibst trotzdem weiterhin diese Seilbahn. Warum? Etwas anderes kann ich nicht. Daher ist mir jeder Fahrgast willkommen. I'll be their guide. Is that so? Verstehe. Ich bin hier, um Mira zurückzubringen. Schließlich ist es meine Aufgabe, den Garten zu beschützen. Dir geht es also rein um das Wohl des Gartens, hm? Aber sicher, was auch sonst. Here we are. Da wären wir. My role is all I have, but you're different. Ich habe einzig meine Aufgabe. Du jedoch bist anders. Now, go on. Nun geh schon. Sehr interessant, ne? Wette, ach, da oben ist es schon. Da, ne? Dieses Haus. Oder auch nicht. Thank you. Danke, dass du mich hergebracht hast. I'll be fine on my own now. Ab hier werde ich es auch alleine schaffen. Irgendwie. Mira. Glaube ich das nicht, aber okay. Mira. Du bist es. Entschuldige, ich wollte nicht, dass du dir meinetwegen Sorgen machst. Ich bin Mutters Mörderin bis hierher gefolgt. Aber ich war wohl zu spät. Sie ist bereits über alle Berge. Nun weiß ich die Wahrheit. Meine echte Mama lebte und starb hier. Ich fühle mich, als hätte ich nichts auf der Welt noch einen Sinn. Der Onkel aus der Seilbahn hat mir da was erzählt. Er sagte, die Leute hier hätten alle ihre Arbeit verloren. Sie sind sozusagen überflüssig geworden. Genau wie ich. Mira.
I came here to find you. Ich bin hergekommen, um dich zu finden. To fulfill my role as a guardian. Um meine Aufgabe als Wachmann zu erfüllen. But now I've realized, aber ich habe soeben begriffen, dass ich gar nicht wirklich deswegen hier bin. Would you like würdest to du gerne meine Tochter sein, Mira? Mira? What? Was? I once had a role war ich an meinen Pflichten und meine Aufgaben gebunden. But not anymore. Doch nun gibt es nichts und niemanden mehr, der mir noch Fesseln anlegen könnte. Which is why ich möchte mich also wie ein Vater um dich und die anderen children. Kinder kümmern. I want each of you to find your jeder own einzelne von euch soll seinen living. Eigenen Weg finden und leben, wie es ihm beliebt. And I hope to dedicate the rest diesem Zweck will ich den Rest meines Lebens widmen. Really? Wirklich? It makes me das ist happy. Sehr, sehr nett. When one door closes, jede Tür, die sich schließt, öffnet sich eine andere. You need only find du musst sie bloß finden. I know you will. Und ich weiß, you have das a wird dir auch gelingen. Du hast noch ein langes Leben vor dir, Mira. Now, let's go back to the garden. Und nun lass uns im Garten zurückkehren. Deine Freunde warten schon auf dich. Das ist recht. Danke für alles. Thank you. Rache-Dolch. Das war diese Quest. Okay. Holy shit, ey. Auch die Nebenquests sind echt immer sehr, sehr nice. Holy moly. Aber wir können nicht in dieses Haus rein, ne? Das fuckt mich so ab, ne? Dass wir nicht in dieses scheiß Haus können. Ah. Naja, egal. Wir haben die Mission beendet. Okay, Plan wäre jetzt, theoretisch wäre der Plan, wir könnten mal nach hier gehen. Und zwar könnten wir checken, ob ja. Die ist nicht. Doch, der ist er. Da ist die Quest. Sie ist da. Das ist gut. Quest ist da. Sehr nice. Da, sehr gut. Kampferprobte Axt. Stufe 7, den können wir aber berauben. I like my art. Indulge me for a moment. Now then. Okay. Ja, was machen wir? Was machen wir? I call down a light. Kein Licht, okay. Thinking time. Feel my wrath. Elephant. Impart your wisdom, Elephant. Wisdom. So, jetzt könnten wir dreifachen Schaden machen. Aber wahre Magie ist, glaube ich, geil, oder? This is the answer. Boy, I need a plan. Don't mind if I do.
Okay, wir müssen den Stab ändern. Der macht nicht das, was ich dachte. Du kriegst nur die FP zurück, wenn du mit dem angreifst. Aber nicht, wenn du die... This is the answer. Ja. Thinking time. This one's for me. Ja, ja, scheiße. Try again. This one's for me. Now then. Calculations complete. This is the answer. I need a plan. Indulge me for a moment. Now then. I shall drive the shadows from this woods. Thinking time. Indulge me. Ah, nice. I've seen worse methods. Nice. Kammerpunkte Axt. Sehr schön. Dies für Hikari. So. Jetzt können wir mit dem reden. You smart? Das ist nämlich die letzte Quest von Totohaha. Du schlau? One arrow. Ein Pfeil, genau right hier. Looking. Angucken, denken. Menschen, Wildlinge, was anders, was gleich. Was Menschen fühlen, will wissen, aber wie. Töne klingen, Menschen glücklich. Nicht von Jagen, einfach von Hören. Ein Wanderer mir erzählt von Werkzeug für Machen von Tönen. Laute heißen, glaub ich glaube. Wie laute klingen, mich auch glücklich machen. Okay, die haben wir, glaube ich, schon. Laute, ja. Das also laute sein. Abgeht, ey. Schön, wie zwitschert von Vögeln. Ich laute mögen. Human feelings. Now understanding. Gefühle von Menschen. Jetzt ein bisschen verstehen. Mehr wissen wollen. Mehr Menschen verstehen. Menschen oft viele Zettel haben. Buch heißen, ich glaube. Aber ich nicht lesen kann, nur Bilder verstehen. Schaukasten, Theater, ja, gut klingen. Kasten, Theater sehen wollen, ja, ja. Schaukasten, Theater, haben wir schon. Ich glaube, wir haben alles. Das also Kastentheater sein. Ah, verstehe. Acht Flammen, Böses besiegt. Menschen glücklich, Menschen zufrieden. Deshalb Menschen Flamme mögen. Aber warum zu Flamme beten? Ah, verstehen. Menschen an Flammen glaube. Wenn glauben, dann gerettet werden. Noch mehr wissen wollen. Mehr Menschen verstehen. Mit Büchern viel lernen können. Ich etwas lesen gelernt. Buch über Menschen lesen wollen. Geschichte von Menschen lernen wollen. Bitte, bitte. Haben wir, glaube ich, auch schon.
Geschichtsbuch. Perfekt. Das also Geschichte von Menschen sein. Ich sehr viel gelesen gelernt. Vor langer Zeit in einem fernen Land lebten ein Mann und eine Frau, die sich über alles liebten. Ach ne, die staule ich schon wieder. Die zwei waren jedoch Prinz und Prinzessin bitter verfeindeter Königreiche. Schon bald brach Krieg zwischen ihren Reichen aus. Beide entsagten ihrer Heimat und flohen in ein fernes Land. Doch der Krieg währte fort. Selbst in ihrer Abwesenheit ließen ihre Königreiche nicht voneinander ab, bis auch der Letzte gestorben war. Ja, Menschen, so Menschen sein. Ein Pfeil, ich erinnere mich. Dieser Pfeil meinen Freund getötet. Oh. Von Menschen, die uns gefunden haben. Human searching, finding here. Not hunting, only killing. Warum Menschen töten, obwohl nicht jagen? Warum töten, obwohl nicht essen? Ich nicht verstehe. Ich mehr lernen will. Wenn Wissen noch mehr lernen wollen, Reise immer weitergehen. Doch auch heute etwas gelernt. Ein Gefühl, neues Gefühl. Pfeilmensch, ich töten wollte. Doch wenn so denken, traurig werden. Ich jetzt mehr Mensch? Was du glauben. Goodbye. Auf Wiedersehen. Ich mag den Kerl. Der ist cool. Verwirrender Langbogen. Ach du Scheiße. Versieht das Ziel selten mit Verwirrung. Macht sehr heftigen Schaden. Gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Aber nicht für einen von denen hier. Patricio ist, glaube ich, der Richtige dafür. Okay, damit haben wir alle Quests von Toto Haha abgeschlossen. Tada! Alle fertig. Das heißt, Winterland und Toto Haha sind beide fertig. So. Dann gucken wir mal gerade. Moment. Schimmerland können wir nicht machen. Hafenland funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist erst später. Wir gehen noch mal ins Laubland. War Melheim? Oder wo ist das? Nee, hier ist es nicht. Vielleicht Ehrental? Nee, hier ist es auch nicht. Das würde ich sehen, weil... Ist das dann hier? Ich muss halt eine gewisse Tiffany suchen.
Ah, hier ist eine Quest. Moment. Oh. Das ist der Beobachter, ne? Zuschauer. Richter Estelle wurde ermordet. Ich habe den Fall übernommen, aber... Die anderen Richter wollen die Tat Malen anhängen, weil sie den echten Mörder nicht finden können. Einfach schrecklich, was sie da tun. Die haben nicht einmal die Tatwaffe auftreiben können. Und Malen hätte auch gar kein Motiv gehabt. Er ist ein ehrlicher Mann. Wenn ich doch nur seine Unschuld beweisen könnte. Oh, das ist interessant, dass wir diese Mission bekommen. Okay, wir müssen ein spezielles Item finden. Haben wir das schon? Nein. Man muss hier irgendwo... Hey, was hast du denn für mich? Was hast du? Habt ihr nichts für mich? What? Schade. Keine weiteren Infos. Man muss irgendwo ein verborgenes Item finden. Aber ich weiß nicht wo. Das ist so gerade meine Frage. Wait. Aegis-Klinge. Das ist aber nicht die, die ich brauche jetzt, oder? I like my odds. I need a plan. Indulge me, bro. Thinking time. This one's for me. Now then. Indulge me, bro. Indulge me. Feel my wrath. This is the answer. Thinking time. This one's for me. I need a plan. Calculations complete. Indulge me. You're finished. Nice. Study harder. Das ist aber nicht die Sache, die wir brauchen. Hey, was bist du denn? Großhelme. Wir müssen irgendwo ein verborgenes Item finden. Ich muss das nochmal lesen. Wir machen die Quest noch. Moment. Und zwar ist das Proof of Justice, glaube ich. Ich glaube, das ist die. Pick up the hidden item in South Timberin Trail. Ah, wir müssen zum Leerstauer Weg. Okay. Moment, wir pennen gerade nochmal ganz kurz. Wo können wir pennen? Wo können wir pennen? Da oben. Dann ist Oswald auch geheilt. Und danach mache ich auch Schluss. So. Südleerstauerweg. Then head to New Delta. Aha. Ah, siehst du, da ist das Item. May I have this chance? Ciao. Da hinten ist es. Gestohlenes Schwert.
Aber wie willst du darauf kommen? Ohne das mit Quests zu mit einem Guide zu machen, wie willst du darauf kommen? Also. Nee, warte, hier steht. Then head to New Delstar. Neu-Delstar. Hier steht, ich muss in die Backstreets. Das ist hier. Dar Elderly Woman. Okay, hier muss irgendwo eine alte Oma sein. Irgendeine alte Oma. Du? Nee. Da! Da ist sie. Motiv eines Mörders. Das ist die... Malin ist mein Neffe, Sister. Deswegen sollte man nach hier. Return to the client, ja. Dann kriegen wir die Künstlerin auch noch durch. Nice. Dann kann ich die ja streichen. Perfekt. Ich habe sie schon mal gestrichen. Weil wir jetzt eh damit fertig werden. Tatwaffe und Malins Motiv? Ich kann es nicht glauben. Sowohl Tatwache als auch Motiv liegen vor. Bei dieser Beweislast ist es unmöglich, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Nach eingehender Untersuchung steht fest, dass die Klinge zu der Wunde im Herzen des Richters passt. Die Tatwaffe ist eins der Schwerter, die von dem Waffenhändler gestohlen wurden. Na und? Was hat das mit mir zu tun? Das wird sich bald herausstellen. Unser Zeuge wurde noch nicht ins Gefängnis deportiert. Nero, hast du den Angeklagten schon mal gesehen? In der Tat, das ist der Hund, der mich dazu überredet hat, die Schwerter zu stehlen. Er hat mir das Azur-Sonnenschwert gegeben und den Rest für sich behalten. Ja, ich gebe zu, an dem Lichtschwert der Schwerter beteiligt gewesen zu sein, aber das ist noch kein Grund, Richter Astell zu ermorden. Oh doch, es gibt ein Motiv. Etwas, das vor 15 Jahren geschah. Es waren Malins Eltern, die das Saphir-Diadem stahlen. Und die für ihre Tat von Richter Astell zum Tode verurteilt wurden. Der Angeklagte wollte seine Eltern rächen, also hat er den Richter ermordet. Nein. Willst du etwa immer noch behaupten, du wärst unschuldig? Typisch. Wieso soll man von dem Sohn zweier Verbrecher anderes erwarten als Lügen und noch mehr Lügen? Meine Eltern waren keine Verbrecher. Richter Astell hat das Saphir-Diadem selbst gestohlen. Was? Wie kannst du es wagen, so eine bodenlose Anschuldigung anzusprechen? Ich kann es beweisen. Ihr habt den Beweis bereits mit eigenen Ohren gehört. Der Richter nannte das Saphir-Diadem den schwarzen Schatz. Und was soll das bedeuten? Außer den Mitgliedern der Königsfamilie hat nie jemand das Diadem zu Gesicht bekommen. Keiner sollte seine Farbe kennen, außer ihnen. Nachdem Richter Astell das Diadem so genannt hatte, habe ich mich in sein Haus geschlichen, um nachzusehen. Und ich habe das Saphir-Diadem tatsächlich bei ihm gefunden. Es besteht komplett aus seltenen schwarzen Saphiren. Geht und seht selber nach. Das Morgenrotarmband werdet ihr auch dort finden. Das werden wir. Los, Beeilung! Dieser Mann hat meine Eltern reingelegt und ihnen seine eigenen Verbrechen angehängt. Dann hat er sie für immer zum Schweigen gebracht. Damit nicht genug. Er hat sein Amt missbraucht, um immer wieder die gleiche Masche durchzuziehen. Richter Astell ist der wahre Verbrecher. Das ist ein Witz sein? Du bist nicht weniger schuldig als er. Du hast mich ausgenutzt, um an die Schwerter zu kommen. Ja, ich habe mich auch schuldig gemacht. Aber er war ein angesehener Richter. Ich hatte keine Chance, auf legalen Weg gegen ihn vorzugehen. Was ich tat, war der einzige Weg, um für Gerechtigkeit zu sorgen.
Meine Eltern haben mir immer eingebläut, ein gesetzestreues Leben zu führen. Vater, Mutter, es tut mir so leid. Malin wurde des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, dass er insgeheim immer noch gehofft hat, dass ihn jemand aufhält. Krass. Was du getan hast, war nicht leicht, aber ich danke dir. Schade, dass der wirklich so hart bestraft wird. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.